Okay, wir sind jetzt hier. Die sind hier. Verbranntes Zeug. Das könnte man theoretisch mal Seth Jefferson jetzt geben, dann ist auf jeden Fall ruhig. Hier, Fotos. I want to burn all these photos. I hate looking at me like that. Ich dachte, vielleicht ist da noch eins drin. Verbranntes Zeug können wir uns ja mal ansehen. Jefferson torched everything. Now the only photo I can get is the one Warren took. Okay, was haben wir sonst so hier? Sprechen. Klebeband. Kann man das mitnehmen? So gross. I wonder if he charged that duct tape to Blackwell. Scumbag. No more fucking guns. Es sind echt viele in diesem der Geschichte hier. Es sind echt viele Pistolen hier in dem Ganzen. Weil können wir mit ihm hier vielleicht noch quatschen? David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was going to kill me. You got here just in time. I'm glad. I always suspected that son of a bitch. Da er uns geholfen hat, ich würde eigentlich hier drauf gehen, weil er alle möglichen Verdächtige hat, aber wir gehen hier drauf. I never did. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. It's part of his sick plans. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. I thought so too. And Max, I'll never forgive myself for what happened to Kate. I feel like I helped push her off that roof. Ich sag einfach mal nicht. Don't blame yourself. Nathan and Jefferson are the ones who put her up there. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel, and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only... I wasn't so stupid. No. I told Principal Wells Nathan had a gun, and almost used it. But he didn't want to believe me. I should have been more loud. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys, well, you had each other. Das ist ein tolles Team, ne? We are a great team. That's one of my problems. I'm not good at teamwork. Never was. Even in the service. I can't even imagine what you went through. I'm not going to make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but I wasn't so great. I tried to be a good father, too, but when Joyce kicked me out, I had nothing. I'm so sorry about that. I didn't want that to happen. I should never have set up those surveillance cams. We kept all those files. I'm going to tell Joyce I was wrong about you. She does love you. It's pretty obvious. I try not to use my service as an excuse, but it's hard to come home after war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, she would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. And I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but maybe she'll stop calling me step-douche. So, where is Chloe? Ja. Wir sagen ihm die Wahrheit, da er uns geholfen hat und alles, ne, dementsprechend. David, Chloe is dead. This isn't happening. It can't. No, God. Not Chloe. Max, are you sure? Are you? Yes, I saw her. I saw Jefferson kill her in the junkyard last night. Last night? Es ist so übel traurig. When I was feeling sorry for myself in my hotel room. I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that I God damn it! Ich hoffe, dass wir die Zeit zurückspulen. You sick fucker! And you took away my stepdaughter! David, wait! Nicht dein Ernst. Ach komm, Leute. Die Waffen helfen doch nicht. Max, I'm sorry. I'm sorry you had to see that. Alter. What have I done? All that time I wasted with surveillance. Chloe, I'm sorry. Joyce, I failed you. My family. You didn't fail. You did your best. Max, you better get outside. You've seen enough of this room. David, thank you for saving me. Ich glaube, wir hätten die Wahrheit verschweigen müssen, aber ich wüsste nicht, was wir gesagt hätten. Das ist. Aber können wir das Ganze zurückspulen? Ich hoffe. Wir können, weil es dauert eine halbe Ewigkeit. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir quatschen jetzt mit ihm und sagen, dass wir dass wir nicht wissen, wo sie ist. Komm. Ich gehe vorher mal eben ganz kurz hier durch. Schau mal ganz kurz, was wir hier haben. Wir haben einen Flyer. You won't be going, Jefferson. To any more shows. Naja, das ist mit der. Genau, mit dem. Oh, Kette. I'm gonna save you. For the last time. Rechnungen. Sorry you had to be here. Looks like Jefferson was planning a major security renovation. With Prescott cash. Spy Guy. Straw Drugs Heimüberwachungssystem. 6 Schwenkneige-Drogenkameras. 3 HDTV-Monitore. Mehrfach Kontrollschaltung. Gesamtpreis inklusive Steuer $4.566. Zahlung erhalten. CO Prescott Stiftung. Die andere Rechnung? No one would have looked for Nathan's body with this. The Big Bus Company. Rechnung. Passagier Nathan Prescott. Beschreibung Los Angeles. CA. Nur Hinweg. Preis $240. Bezahlt. Auch ganz schön teuer. Alter. Nobody will look at Jefferson's work the same. The Prescotts had to know about this. Was für. So, wir sprechen nochmal mit ihm. Dave. What? Jefferson was. I'm glad. So. So. Ja, immer das. Ich muss jetzt alles nochmal durchgehen. I wasn't Max. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich gehe wieder hier drauf. Komm. Nein. Jefferson. That pervert. So. No. We all make. Na komm. Ja, wir sind ein tolles Team. That's one. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir da was anderes nehmen. So, immer das, ja genau. Das müssen wir auch noch machen. I'm going to tell. Na komm, mach hin. And you said. Wart verheimlichen. David, she was pretty stressed out, so she went to go medicate before I ended up in here. So she's okay. Oh, thank God. For once I'm happy Chloe's a stoner. David, I have to go outside and get some real air and use my phone. Of course. Go on, Max. You're a brave soldier. I'm glad Chloe has a best friend like you. Go on now. You've seen enough of this room. Besser. Deutlich besser. Okay, teacher. Let's see what kind of photo evidence you shit all over this computer. Schnell raus. Bevor ein Foto von Chloe drauf ist. Das wäre nicht so schön. Naja, ob das wirklich Freiheit ist. Yes. Warren, can you hear me? Never mind. Listen. Do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah, but why? It wasn't that great a shot. Yes, it is, and I want it. Where are you? I'm at the Two Whales Diner. Pretty much trapped in here with Joyce thanks to this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. You can barely walk on the sidewalk outside. Seriously, Max, stay wherever you are. I don't think the storm's getting smaller. I'm kind of scared. That's okay. Me too. But it's not over yet, Warren. So hold on. Alles klar. Ich würde aber vorher dahin fahren, wo Chloe eigentlich erschossen worden ist, um zu gucken, ob sie jetzt wirklich erschossen wurde. Okay, wir sind jetzt hier. Die sind hier. Verbranntes Zeug. Das könnte man theoretisch mal Seth Jefferson jetzt geben, dann ist auf jeden Fall ruhig. Hier, Fotos. I want to burn all these photos. Ich dachte vielleicht, dass da noch eins drin. Verbranntes Zeug können wir uns ja mal ansehen. Jefferson torched everything. Now the only photo I can get is the one Warren took. Okay, was haben wir sonst noch hier? Sprechen. Klebeband. Kann man das mitnehmen? So gross. I wonder if he charged that duct tape to Blackwell. Scumbag. No more fucking guns. Es sind echt viele in diesem der Geschichte hier. Es sind echt viele Pistolen hier in dem Ganzen. Weil können wir mit ihm hier vielleicht noch quatschen? David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was going to kill me. You got here just in time. I'm glad. I always suspected that son of a bitch. Da er uns geholfen hat, ich würde eigentlich hier drauf gehen, weil er alle möglichen Verdächtige hat, aber wir gehen hier drauf. I never did. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. It was part of his sick plans. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. I thought so too. And Max, I'll never forgive myself for what happened to Kate. I feel like I helped push her off that roof. Ich sag einfach mal nicht. Don't blame yourself. Nathan and Jefferson are the ones who put her up there. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson are... Alter Schwede. Übel. Es ist einfach richtig übel. Warren is at the Two Whales Diner, so hurry up. LKW-Fahrer, oder? Helfen direkt. I was trapped here because I got stuck in this shithole delivering logs after the railroad closed down. You better go now. And I ain't never coming back here. You need a lift? No thanks. I have to find a friend. You go, girl. You go. Alles klar. Wir sind unterwegs. Ich gucke einfach jeder, der... What? Alter, was? Okay, wir versuchen einfach näher ranzukommen. So. Alter, wie weit? So, wir sind jetzt direkt bei ihm. There's no way I can pass up these images. Just look at it. You can't take a picture when you're dead. Now move your ass. Okay, you insist. Whoa, Max. You do know things. You're such an idiot. Only if you don't find a safe spot until this blows over. Okay? Now I better listen to the real everyday hero. Come with me. I have to help somebody else first. Alter, wir müssen... Da ist es. Da ist es. Oh, nein, 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 nicht zurückspulen. Da. Alter, kommen wir da irgendwie hin? Kommen wir da irgendwie hin? Mein Gott, komm, mach hin, komm wir irgendwie hoch. Ich versuche jedem einfach zu helfen, das muss einfach gemacht werden. Alter, ist das ihr... So, einmal wieder zurückspulen. Wirklich? Ah, hier ist eine Planke. Hier ist eine Planke, Alter. Ich hab die gar nicht gesehen. Fuck. Okay, Planke. Sehr schön. Nächste Person geholfen. Alles klar, nächste fertig. Na komm. Da hält keiner mehr fest. Ich höre noch jemanden rufen. Eingang. Ich gehe mal davon aus, hier sitzt noch einer drin. Das ist das Diner. Es ist nicht das Diner. Es ist was anderes. Betreten wir einfach mal. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Da ist noch. Da. Los, los, dreh dich. Wir müssen versuchen, los zu. How can I get out of here? Hier war doch gerade einer. Sprenkler. Können wir hier irgendwie. Warte mal. Verteilerkasten. Benutzen. Sehr gut. Nein! Oh, dein Ernst! I want to help that fisherman, but he's in shock and he might not hear me. Alter, ehrlich jetzt. Können wir die Scheibe irgendwie. Können wir irgendwie hier mit irgendwas die Scheibe einschlagen? Diesen Magazin aus. Magazin, das hilft uns, glaube ich, nicht wirklich weiter. Flyer. Dein Ernst, Alter. Wir brauchen nur irgendwas, um die Scheibe einzuschlagen oder so. Hier komme ich nicht rein. Hier komme ich einfach nicht. Okay. I just need to switch on the electricity to activate the sprinkler. Ja, aber das Problem, da sitzt er dann hinten. Der Fischer. Oh, komm mal von. Erstmal ansehen. Dann. Wir schauen uns mal den Flyer an, vielleicht kann er uns irgendwas sagen. Nein. Okay. Flyer brauche ich mir erstmal nicht angucken. Wir gehen auch mal draußen hin. Lol. Ich habe gerade nur eine Taste gedrückt und dann plötzlich, also kurz gedrückt und plötzlich ging das alles hier ab. WTF. Ach, kann ich hier drüber? Hallo, hier muss da irgendwas drin sein. Irgendwas zum Scheibe einschlagen oder einfach mal da drüber laufen, aber nein. I want to help that fisherman, but he's in shock and he might not hear me. Ja, wenn den Verteiler vergassen. Wir gucken mal, vielleicht können wir ihn ja nochmal, wenn wir ihn jetzt benutzen. Vielleicht überlebt er das ja. Warte mal, wir können eben Dingens. Wir können auch jetzt irgendwie durch. Jetzt durch. Können wir die Leitung irgendwie weglegen? Ah ne, da ist ja jetzt Saft drauf. Fuck. Warte. Jetzt zurückspulen, genau. Da war doch was. So, jetzt helfen wir mal eben. Come on, you have to get out of here right now. I need to breathe. I need air. This can't be the end. Verteiler. Lol, hier ist ein Fenster. Wow. You should get out of here. The whole town is dying. Okay. I better hurry to the diner over there. I need Warren's photo. Lol, hier ist ein Ausgang. Wie geil ist das denn? Ja, Ausgang benutzen. Na, komm, mach hin. Verlassen. Gucken, ob wir noch irgendwo People finden, denen wir helfen müssen. Alter, willst du mich verarschen? Feuertornado, stürmischer Wind, ein richtiger Tornado. Los, ich will mich beeilen. Da ist die Tür. Alter. Die Feuerspur, ey. Die Feuerspur einfach. Alter, die müssen wir irgendwie aufhalten. Ja, das passiert mich dann. Einmal komplett zurück. Hey, komme ich da irgendwie hin? Da komme ich nicht hin. Ja, ich muss wieder zurückspulen, genau. Kann ich hier nicht irgendwie... Alter, willst du mich verarschen? Versuche ich mal schnell reinzugehen und Bescheid zu sagen. Nein, das geht nicht! Das geht nicht, was? Ich kann hier nichts benutzen. Ich kann hier einfach nichts benutzen. Was zum Henker? Ich muss erstmal gucken, ob ich irgendwas hier verwenden kann. Irgendwas. Komme ich hier irgendwie drüber oder so? Nein. Hä? Ich überlege jetzt gerade... Was kann ich benutzen? Was sollte ich benutzen? Ich guck mal, ob ich da was finde. In dem Bereich. Sand. Benutzen. Yes. Alles klar, aber da ist Zeitung. Okay, Zeitung, glaube ich, brauchen wir jetzt erstmal nicht lesen. Okay, gehen wir rein. Damn, this is blocked off. Now I have to find another way into the diner. Ich würde sagen, wir klettern mal hier drüber. Aber das geht nicht, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwo hier hinten rum. Ansehen. Oh, der Hund auch. Können wir hier irgendwie rein? Ah, hier ist eine Tür. Obdachlose. Den helfen wir mal eben. Achso, den können wir nur ansehen. Wahrscheinlich ist er schon nicht mehr da, wo er eigentlich hin soll. So. Evacuation. Once again, this is not a test. This is not a test. An E6 tornado warning has been issued for Arcadia Bay and surrounding counties. Alles klar, wir gehen jetzt mal raus. Max. Oh, Max. Oh, Jesus, I am so glad to see you, sweetie. Are you okay? Yes. What about you guys? The Two Whales is barely standing now. I don't know if it's gonna make it through this tornado. Oh, poor Officer Barry and all those people out there. I know. Okay, get your ass inside. I have to get back to this gentleman on the ground. Warren has been gathering all the first aid. It's not much, Joyce, but it's all we have. You okay, Warren? How the hell did I ignore all those warnings, Max? The snow? The eclipse? There's nothing you could do about it, Warren. I'm so stupid. Should have seen it coming. So, hoffentlich hat er das Foto dabei. Und hoffentlich können wir das einsetzen. But I need that photo from Warren to help Chloe. Sorry. Eben wegen dem Foto sprechen. I hate to say I'm glad to see you, but I'm so glad to see you. That's okay. The important thing is that you're safe. And I know you can take care of yourself after Nathan. Should have done that a long time ago. But damn, Max. Can't believe you actually drove down here in the middle of a fucking E6 tornado. Just for one photograph? I mean, I know you didn't come for me. Warren, I came for all of you. Just tell me you do have the photograph. I just want... Now shut up and listen. Oh yeah, you're finally going to tell me what you never did in the parking lot. I wish I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. Trust me, okay? I always do. You should probably tell me quick. I had a vision in Jefferson's class of a tornado destroying Arcadia Bay. I went to the bathroom and saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Whoa, is that all? I have to go back in time. Jefferson already killed Chloe. I can't let that happen. I have to do something, Warren. Max, going back in time is what caused the storm. All because of me? How? I'm not a real scientist, even though I play one at school, but this seems like pure cause and effect. Maybe chaos theory. What happened with Jefferson? Did he hurt you? Redet über mich und ich kann als Antwort Rachel wurde getötet geben. Alles klar. He used Nathan to get drugs and money for him. Jefferson tied me up and dosed me with some drug and took sick photos of me. It was so horrible. Max, I'm so sorry you had to go through all that. You're the bravest person I've ever known. You know, I want to kill that son of a bitch. Where is he? Busted. History. Which I need to change fast to make it right again. Is that bad? For every action, there's a reaction. Whenever you reversed or alter time, maybe you caused a chain reaction. Even in the environment. Mehr Zeit zusammen. Ich sag einfach das. You're my friend, Warren. You believe me, right? I haven't told anybody else except for Chloe, and she can't help me right now. I know I can be a pain in the ass, and you've always treated me like a person, not a beta nerd. I told you before that I'll always believe you. I just wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole, you're part of something bigger. I don't believe in fate or destiny, but after this week, I realize I don't know shit. That makes both of us, Warren. I do know you're here for a reason, and I guess it's up to you to find out why. Max, I'm sorry you got stuck in this. I don't have a fucking clue what's going on. But I have total faith that you'll do the right thing when the time comes. I'm so proud of you, Max. How could there be a more important moment in history? And I'm in the middle of it with you. So thank you for trusting me. Thanks for being here. Always. Jawohl, er hat das Foto. Schnell, Alter. Come on, Joyce. Focus on the... Hey. Be careful out there. Weißt du was? Komm, machen wir einfach. Machen wir einfach. For luck. Just in case we don't get out of this, I wanted to say... I know, Warren. Of course you do. I'm going to make the right choices from now on. I swear. That's why you're Super Max. Auf geht's. dann wollen wir doch mal. Welcome to the end of the world, ladies.